wir versuchen das sehr gut zu ersetzen und deswegen füttern wir die Hauptsache mit grünen Erbsen. Man sieht schon, die sind auch sehr beliebt. Außerdem am Boden sieht man ab und an unsere Störe, die haben eine relativ spezielle Maulform. Damit auch jeder Fisch genau gleich viel zu essen gibt, füttern wir die extra noch mit solchen Zinkpellets, die am Boden sinken. Und dort können die dann, wie gesagt, von den Fischen am Boden aufgesammelt werden. Das sind ganz normale gekochte Muscheln, die wir hier noch haben. Und so Shrimps, ich glaube, das kennt jeder, hat jeder schon mal gegessen oder gesehen. Genau. Und ab und zu versteckt sich entweder hier unter der Wurzel oder da unter der Wurzel. Genau, da sieht man diesen fertigen großen Fisch, das ist unser Taler. Für den habe ich immer noch extra was dabei. Das ist aber leider nicht so einfach, den zu erwischen. Weil das ist ein sehr beliebtes Leckerli. Kann man jetzt auch schön sehen, wie das alles am Boden sinkt. Bei Fischen ist das generell auch vom Stoffwechsel ein bisschen anders als bei uns Menschen. Die brauchen jetzt nicht unbedingt jeden Tag ihr Essen. Die fangen mal einen Fisch oder sammeln was und sind dann damit erst.